Okay, also Thema heute ist Grundlagenkryptographie. Und ich verspreche, es wird ohne Mathe sein. Ja, okay, leichte Erleichterung. Die Reaktion darauf ist typischerweise immer ganz unterschiedlich. Ich hatte auch schon Leute gehabt, die gesagt haben, oh, was ohne Mathe, dann gehe ich wieder. Worüber sprechen wir denn heute? Ich will so ein bisschen was über den Vortrag erzählen, im Allgemeinen. Ein bisschen was über euch erfahren. Ich werde im Anschluss einen Überblick geben über so Grundlagen. Ich werde das auch nochmal so ein bisschen abgrenzen zu den übrigen Themen, die da noch so im Bereich um Kryptographie stecken. Im Anschluss reden wir darüber, was unterscheidet eigentlich ein Keeper von einem Zertifikat. Und am Ende gucken wir uns nochmal eine ganz konkrete Cypher-Suite an und beantworten die Frage, was eigentlich so ein Buchstabensalat bedeutet. Als allererstes will ich mal von euch wissen, wer ist ein wirklich Entwickler? Also ganz knallhart. Ja? Okay. Vielleicht können ein paar Hände oben bleiben. Macht jemand von euch DevOps? Ja? Seid ihr schon mal irgendwie in Kontakt gekommen mit irgendwie Cypher-Suites, Webservern oder irgendwie sowas? Ja? Ja, so ein bisschen. Okay. Crypto is hard to get right. Das ist also meine allererste Grundbotschaft. Ne? Bitte macht es niemals selbst. Es gibt auch einen wunderbaren Talk von so einer Security-Konferenz, wo geschildert wird, was alles schief gehen kann. Das ist wirklich sehr, sehr sehenswert. Wenn man dann mal schnell so ein paar Sachen wegnimmt, zum Beispiel hinten so ein Hash, vielleicht kürzt auf die ersten 16 Zeichen, weil man glaubt, dann ist er immer noch sicher. Genau solche Sachen findet ihr in dem Fall. Wenn ihr da mal Interesse habt, guckt es euch an. Die Sachen, die ich mir jetzt rausgepickt habe, das sind speziell Dinge, über die ich selber mal gestolpert bin. Also ich bin hingegangen und habe gesagt, darüber kann man ruhig mal was wissen. Warum? Weil ich selber mal darüber gestolpert bin und deswegen gesagt habe, das kann man einfach mal zusammenfassen. Ganz wichtig war mir dabei, dass ich es schon auch irgendwie praxisrelevant halte, aber nicht wirklich ganz von Anfang an die ganze Theorie und es wird auch kein riesiger Security-Ausflug werden. Okay, ein bisschen was zu mir. Ich bin selber auch Softwareentwickler, inzwischen schon seit über 10 Jahren. Ich habe das Thema Krypto und Security gehabt bei Volkswagen im Bereich mobile Online-Dienste, war dafür Security verantwortlich. Im Moment arbeite ich als Software-Craftsman bei Klarogo am Klarogo Ecosystem. Und nebenbei mache ich noch die JUK-Ostfalen, das ist oben Braunschweig-Wolfsburg, die Region. Und wenn ich mal wirklich nichts mit Computern zu tun habe, dann bin ich entweder im Fitnessstudio oder auf dem Sportplatz und mache Freelances. Okay. Kommen wir mal zum ersten Thema. Also Thema heute ist ja Kryptographie. Und daneben gibt es außerdem noch die Kryptoanalyse. Da geht es dann darum, also wenn Kryptographie damit sich befasst, wie mache ich was besonders sicher? Also wie kann ich zum Beispiel Verschlüsselung erreichen? Ist Kryptoanalyse genau das Gegenteil davon? Na, da geht es darum zu gucken, wie kann ich Kryptographie brechen oder wie kann ich Kryptographie quantifizieren? Wie kann ich zum Beispiel ein Maß für eine Sicherheit von einem Verfahren geben? Und das alles zusammen nennt man dann Kryptologie. Ganz wichtig, gerne wird auch immer so Security mit Kryptographie irgendwie zusammengeworfen. Heute nur Kryptographie, Security hat einen viel größeren Umfang. Nach meiner Einschätzung geht es da ganz viel um Awareness. Also zum Beispiel, warum sollte ich denn unbedingt einen Passwortmanager verwenden? Ja, das muss ich erstmal verstehen. Ich hatte bei mir in der Firma die Diskussion auch, warum sollte man einen Passwortmanager einführen? Ich meine, die Passwörter kann ich mir doch alle merken, ich hatte auch nur eins. Ja. Okay, und mit der Argumentation braucht man halt keinen Passwortmanager, aber da setzt genau dann das Thema Awareness an. Oder das nächste Thema ist Prozesse. Ja. Wenn ich als Admin immer das gleiche Standardpasswort vergebe, dann ist vielleicht auch schon irgendwas nicht richtig. Und das ist dann alles irgendwie der Bereich, wo es um Security geht. Okay, das mal vorweg. Was kann man eigentlich mit Kryptographie erreichen? Naja, das meiste, was wir alle wahrscheinlich kennen, ist Vertraulichkeit. Das heißt, meine Nachrichten, die ich sende, bleiben geheim. Und darüber hinaus kann ich Integrität erreichen. Also das heißt, ich kann sicherstellen, dass niemand die Nachrichten verändert. Und ich kann auch Authentizität sicherstellen. Das heißt, ich kann sichergehen, dass ich weiß, wer sie gesendet hat. Ich vertraue demjenigen, der sie abgesendet hat, die Nachricht zum Beispiel. Ein ganz zentrales Prinzip in der Kryptographie ist das Prinzip von Kerckhoff. Ich habe mal als Softwareentwickler in einer Firma gearbeitet. Wir waren
ja, im Auftrag unterwegs und unser Kunde wollte von uns einen Datenexport haben. Also der wollte die Daten irgendwie aufbereitet haben und er hat gesagt, hey, ihr könnt das doch super schnell, macht mal. Und wie das immer so ist, man hat ja nie so richtig Zeit. Die Lösung, die wir uns überlegt haben, war ganz einfach, wir geben den einfach einen Datenbankexport. Da stecken ja alle Daten drin und das heißt, die konnten sich die Daten wirklich raussuchen, die sie brauchten. Aber die Antwort, die kam, war, ich kann ja damit gar nichts anfangen, das ist ja SQL verschlüsselt. So, jetzt ist SQL ja keine ernsthafte Verschlüsselung, wie wir alle wissen, sondern die Daten sind ja alle da, man muss sie nur lesen können. Also das Geheimnis war einfach nur, wie man sie lesen muss. Ja, also keine Verschlüsselung. Auch das hier zum Beispiel, keine Verschlüsselung. Ja. Hat bestimmt jeder schon mal gesehen, HTTP Basic Header für eine Authentifizierung. Ist nur eine spezielle Codierung, aber wenn man weiß, wie sie funktioniert, kann man das direkt wieder in Klartext zurückverwandeln. Und das ist auch das, worum es beim Prinzip von Kerckhoff geht. Also die Sicherheit von einem Verfahren darf niemals darauf beruhen, dass das Verfahren geheim bleibt, sondern lediglich darf es darauf beruhen, dass der Schlüssel, der in diesem Verfahren verwendet wird, geheim bleibt. Also jeder weiß, wie AES funktioniert, oder zumindest hat jeder die Chance zu wissen, wie es funktioniert. Aber die Schlüssel, die dafür verwendet werden, die müssen geheim bleiben. Oder die Schlüssel, die man im Webserver verwendet. Ganz wichtige Grundlage. Übrigens, das Gegenteil nennt man typischerweise Security by Obscurity. Habt ihr bestimmt auch schon mal erlebt. Ne? Ich lasse es möglichst kompliziert aussehen, das wird schon sicher sein, weil niemand drauf kommt. Wenn wir über Kryptographie sprechen, dann gibt es so verschiedene Elemente, die damit verwendet werden. Diese nennt man auch kryptografische Primitiven. Man kann sich die vorstellen so als die Grundrechenarten von Kryptographie. Ja, ein ganz wesentlicher, häufig verwendete Grundrechenart ist der kryptografische Hash. Das ist eine Einwegfunktion, das heißt, die ist nicht effizient umkehrbar und Hashes sind vor allem anderen auch kollisionsresistent. Da gibt es verschiedene Ausprägungen von kollisionsresistent. Wen das wirklich interessiert, der kann mal ins Lehrbuch gucken, soll jetzt nicht hier Scope sein. Beispiele sind zum Beispiel MD5, SHA-Hashes oder Bcrypt. Da gehen wir später im Detail nochmal genau drauf ein. Frage? Ist vielleicht für alle interessant? Das nächste ist die symmetrische Verschlüsselung. AES hatten wir schon angesprochen. Und da gibt es einen Schlüssel und der wird dafür verwendet, dass man sowohl verschlüsseln als auch entschlüsseln kann. Symmetrische Verschlüsselung ist typischerweise ziemlich schnell und es gibt da verschiedene Ausprägungen von. Es gibt einen Stream-Cipher, das kann man sich so vorstellen wie einen Reißverschluss. Es gibt also einen Datenstrom und einen Schlüsselstrom und beide in Kombination ergeben dann am Ende einen verschlüsselten Text. Und den kann man auch genauso rum wieder umkehren. Dann gibt es noch den sogenannten Block-Cipher, das heißt, es gibt immer eine feste Blockgröße, also zum Beispiel 128 Bit werden immer pauschal verschlüsselt oder 256 Bit werden immer pauschal zusammen verschlüsselt. Und dann stellt sich an der Stelle zum Beispiel die Frage, was mache ich, wenn ich nur 60 Bit Daten habe? Also das heißt, da ist dann Padding ein Thema. Ja, auch hier gilt, die Details will ich gar nicht so richtig erwähnen, das soll ein Überblick werden. Eine spezielle symmetrische Verschlüsselung, von der ihr sicherlich alle schon mal gehört habt, ist AES. Und AES ist eigentlich nur ein Standard, der Advanced Encryption Standard. Und wie das immer so ist, wenn man ein Interface hat, davon gibt es halt auch eine Implementierung. Und AES ist der sogenannte Rheindahl-Cipher. Da gab es mal einen Wettbewerb zu und da wurde irgendwann gefragt, kann jemand ein Verfahren entwickeln, das diesen Kriterien genügt? Und die Antwort wurde dann am Ende der Rheindahl-Cipher. Heute im Wesentlichen eigentlich nur noch bekannter als AES. Und auch da gibt es verschiedene Operationsmodi, die wir uns nachher nochmal ein ganz klein wenig genauer angucken. So, symmetrische Verschlüsselung hatten wir. Das nächste ist dann asymmetrische Verschlüsselung. Und da gibt es immer zwei zueinander inverse Schlüssel, also ein Schlüsselpaar. Ganz wichtig ist hier, was man mit dem einen Schlüssel unsichtbar macht, kann man mit dem anderen wieder umkehren. Und das ist im Vergleich zu asymmetrischer Verschlüsselung, im Vergleich zu symmetrischer Verschlüsselung sehr, sehr langsam. Ja. Es gibt auch noch digitale Signaturen und ich sag mal, wenn man das auf den Kernpunkt zusammenquetscht, dann kann man sagen, das ist ein asymmetrisch verschlüsselter Hash. Also es ist schon irgendwie eine Kombination von anderen Elementen,
aber da steckt natürlich ganz, ganz viel Detail drin. Das heißt, da gibt es auch eine eigene Spezifikation für, weil es ist am Ende doch ein bisschen komplizierter, als einfach nur ein Hash zu bilden und den asymmetrisch zu verschlüsseln. Aber so, wenn ihr euch mal gefragt habt, wie funktioniert das, das ist die Kernzusammenfassung davon. Asymmetrisch verschlüsselt. Verschlüsselter Hash. Ganz wichtig ist auch noch kryptografisch sichere Zufallszahlengenerierung. Ja? Ist ja immer schwer vorstellbar, dass eine Maschine wirklich ernsthaften Zufall generieren kann, weil wo kommt der eigentlich her? Also wie kann man mit einer deterministischen Maschine Zufall produzieren? Deswegen wird das auch immer kryptografisch sicher genannt. Es ist natürlich kein ernsthafter Zufall, wenn er von einer Maschine berechnet wird, aber es gibt die Möglichkeit zum Beispiel die Drehbewegung von so einem Festplattenkopf auszuwerten oder zu gucken, was macht der Scheduler im Kernel eigentlich, welche Kontext-Switches nimmt der vor. Und typischerweise könnte man das zwar alles reproduzieren, wenn man genau weiß, wie es geht, aber im Grunde kann man annehmen, dass sowas Zufall ist. Ja? Schwierig wird es dann aber zum Beispiel, wenn ihr in einer virtuellen Maschine seid und die mit Ansible zum Beispiel immer gleich provisioniert wird. Ja, das ist dann nicht mehr so wirklich unterschiedlich, sondern das sieht erstmal sehr, sehr gleich aus. Kann man sich auch angucken, ob das zum Beispiel ausreicht für Security betrachtet. Entscheidendes Element also, wird immer gerne verwendet, um Nonsen zu generieren. Nonsen sind Numbers Used Once. Und was passiert, wenn man nicht darauf achtet, dass Nonsen nur ein einziges Mal benutzt werden, sieht man bei dem jüngsten WPA2-Crack. WPA2 ist im Protokoll gebrochen worden. Und das Ganze liegt daran, dass man den Router dazu zwingen konnte, dieselbe Nonce wieder zu verwenden. Ja, und dann, damit waren die ganzen anderen zu der Verschlüsselung hinfällig. Und dadurch wurde das dann auch geklappt. Es gibt halt noch weitere Elemente, auf die ich hier gar nicht so sehr eingehen möchte. Wen das wirklich interessiert, der findet das alles im Internet, hielt ich aber jetzt für eher langweilig. Entscheidende Botschaft ist, wenn man diese ganzen Sachen alle richtig kombiniert, kriegt man am Ende sogenannte Kryptosysteme zusammen. Ja, ein ganz spezielles Kryptosystem, nämlich TLS, gucken wir uns am Ende noch mal genauer an. Worauf beruht denn eigentlich die Sicherheit von Kryptografien? Naja, Einwegfunktionen. Das sind also die Funktionen, die in eine Richtung total einfach zu berechnen gehen und in die andere schwer oder ganz unmöglich sind. Ja, klassisches Beispiel, jeder schon mal gehört, RSA. Die Multiplikation von großen Primzahlen ist total einfach. Aber herauszufinden bei einem Produkt, welche zwei Primzahlen miteinander multipliziert wurden, um dieses Produkt zu erreichen, ist sehr rechenaufwendig. Gilt als nicht umkehrbar. Das ist also die Grundlage von RSA, von asymmetrischer Verschlüsselung. Oder von dem RSA-Verfahren, da steckt noch ein bisschen mehr drin eigentlich als asymmetrische Verschlüsselung. Und dann gibt es noch den sogenannten diskreten Logarithmus. Auch der gilt als Einwegfunktion. Man kann sich das zum Beispiel vorstellen, vielleicht habt ihr schon mal von elliptischen Kurven gehört. Es ist ein mathematisches Gebilde und da kann man, das ist übrigens der einzige Mathe-Teil jetzt hier, ich hatte eigentlich versprochen, es ist ohne Mathe, aber es gibt halt auf einer Kurve zwei Punkte und die kann man total einfach miteinander multiplizieren. Man kann aber nicht rausfinden, welche zwei Punkte auf dieser Kurve multipliziert wurden, um ein Ergebnis zu erhalten. Deswegen Einwegfunktion. Den diskreten Logarithmus gibt es in endlichen Körpern oder auf elliptischen Kurven. Kann man alles miteinander überführen. Ist auch gar nicht so spannend im Detail, finde ich jetzt persönlich zumindest. Ja. Vielleicht seht ihr das ja anders und dann können wir darüber gerne auch im Anschluss noch reden. Eine andere Problemklasse als Ganzes ist zum Beispiel, kann man einfach so betrachten, AES. Der Algorithmus ist bekannt und solange der Schlüssel geheim bleibt, könnt ihr daran einfach nichts herausfinden. Es gibt dann aber noch die Frage nach den Exploits. Also, es passiert ja immer wieder, dass irgendwie Lücken auftreten. Wo kommen die eigentlich her? Naja, es kann zum Beispiel sein, dass das Protokoll mangelhaft spezifiziert wurde. Also das heißt, das Protokoll ist so dermaßen schlecht entworfen, mit den besten Absichten zwar, aber schlecht entworfen, dass da schon der Fehler drinsteht. Ein Beispiel ist die Beast-Attacke, auch ein Angriff auf HTTP. Hat dann zu einer besseren HTTP-Version irgendwann geführt. Ein ganz anderes Thema ist, wenn die Implementierung schlecht ist. Ja? Auch schon erlebt. Bestes Beispiel dafür, Heartbleed. Ja, eine ganz fiese Lücke in der OpenSSL-Implementierung. Und ich habe gehört, der Commit, der das verursacht hat, der hatte keine Tests. Das hätte man alles mit Tests total gut gefunden im C-Code. Jetzt ist das halt eine Open-Source-Bibliothek und wie könnt ihr euch am besten an Open-Source beteiligen? Schreibt Tests.
Dann wäre vielleicht sogar Heartbeat gar nicht passiert. Aber das ganz Spannende an diesem Commit ist, der ist auch um 3 Uhr nachts passiert. Und zwar am 1.1. Ja, vielleicht wenig verwunderlich, dass er so massive Auswirkungen hat. Aber die Kernbotschaft an der Stelle ist, da war es die Implementierung, nicht die Spezifikation, die kaputt war. Ein anderes Element ist noch der sogenannte Seitenkanalangriff. Das heißt also, wenn sich euer kryptografischer Algorithmus irgendwie so verhält, dass er Details verrät, wie er funktioniert. Also mit anderen Worten zum Beispiel, wenn die Integrität nicht stimmt von so einem Verschlüsselungsding, dann antwortet er immer nach wenigen Millisekunden. Ja, das heißt, immer wenn irgendwie was bestimmtes Kriterium erfüllt ist, dann geht die Antwort viel, viel schneller einher, als wenn zum Beispiel alles korrekt ist. Und dann dauert es halt Faktor 20 länger, weil dann natürlich mehr gerechnet werden muss. Und das heißt, man kann so Daten rausfinden über den Zustand des Servers zum Beispiel. Und wenn die Implementierung schlecht ist und solche Rückschlüsse zulässt, dann nennt man das Seitenkanalangriff. Ja? Im Grunde kann man also verschiedene Metadaten rausnehmen, kann man einfach so nennen. Okay, ihr habt mir ja verraten, ihr seid alle... Kurzer Kommentar. Ja, es gibt ja auch, vielleicht auch ein bisschen zum Thema Spezifikation, gewisse Algorithmen, wo Backdoors routet worden sind. Also, ich weiß nicht, ob das ein Hash-Algorithmus ist, der auch mit ganz speziellen Wertenpaaren spezifiziert worden ist, wo man vermutet, dass die von der NSA genauso gewählt worden sind, dass sie leicht zu cracken sind für diejenigen, die eben ein weiteres Geheimnis kennen. Ja. Fällt so ein bisschen in den Bereich Spezifikation, aber es hat auch nochmal quasi absichtlich willentlich kaputt spezifiziert, damit... Oh ja, ja, das ist ein schwieriges Thema in der Tat. Also ich wiederhole einfach nochmal kurz die Frage, weil die ist sonst nicht auf dem Video. Der Kommentar war, es gibt immer wieder die Möglichkeit, dass das in dem Protokoll auch direkt hart kodiert wird, dass man zum Beispiel mit einem speziellen Wissen das entschlüsseln kann oder umkehren kann. Ja, das wird immer wieder diskutiert und die NSA dafür, die ist ja da auch sehr dicht dran. Also sowas gibt es immer wieder. Sowas gibt es aber auch ganz konkret wirklich als Methode. Das nennt man dann Falltürfunktion. Also das ist jetzt bei den typischen Systemen nicht so richtig vorgesehen. Also speziell, wenn es jetzt nur darum geht, dass eine Partei dieses Wissen nur hat, dann würde ich sagen, fällt das nicht so richtig in die Falltürfunktion. Aber es gibt tatsächlich Funktionen, die sind nahezu Einwegfunktionen. Mit einem speziellen zusätzlichen Wissen weiß man dann aber, wie man es umdrehen kann. Ja. Muss man auch immer vorsichtig sein. Also lieber nicht selber machen und vielleicht auch nicht nur der NSA-Vertrag. Generell bin ich ja persönlich, da geht jetzt in den Märkten den Einfluss, aber ich persönlich bin ja auch der Meinung, wenn dieses Thema Export-Kryptografie, also schwache Kryptografie forciert wird, führt das ja nur dazu, dass die böse Absichten haben, die verwenden immer noch die starke Kryptografie, nur der unbescholtene Bürger muss dann halt die unsichere Kryptografie verwenden. Aber gut, jetzt sind wir halt in der Diskussion, wo vielleicht haben wir jemanden vom CCC hier. Gut, Glück gehabt. Dann wäre der Vortrag jetzt vorbei gewesen. Okay, machen wir weiter. Ihr habt mir alle verraten, dass ihr Entwickler seid. Habt ihr schon mal eine Anmeldung programmiert? Also wo jemand sein Passwort hergibt und dann die Antwort bekommt, ja, du bist authentifiziert. Ein Anmeldungssystem. Hat man schon mal sowas gebaut? Ja, viel nicken. Wie viele Datenbankfelder habt ihr denn da verwendet für das Passwort? 2? Okay, gibt es noch andere Meldungen? 1, ja. Ich habe auch schon 3 gehört. Ich habe auch schon 5 gehört. Also erstaunlicherweise, ich hätte tatsächlich bei meiner Erwartung immer, wenn ich die Frage stelle, dass irgendwie nur irgendwie zwischen 1 und 3 gesagt wird. Aber es wurde auch schon 5 gesagt. Das hat mich selber verwundert. Okay, und ihr habt natürlich, wenn ihr die 2 Felder verwendet habt, habt ihr die Passwörter natürlich nicht im Klartext gespeichert. Macht man nicht. Aber warum macht man das nicht? Ja? Damit der böse Admin nicht rankommt. Ganz einfache Antwort. Also man verwendet einen Hash, um das Passwort zu speichern und wir haben an dieser Stelle eine Einwegfunktion. Aber ihr wisst ja alle, ganz vorbildlich, dass man für die Speicherung von Passwörtern auch sogenannte Salts verwendet. Ja? Also das heißt, jedes Passwort wird noch um einen zufällige Zeichenkette erweitert, bevor sie gehasht wird. Die Zeichenkette wird mit im Klartext abgespeichert und kann dann jedes Mal bei der Passwortprüfung mit gehasht werden und somit kann dann überprüft werden, ob das Passwort richtig ist. Warum macht man das eigentlich? Habt ihr eine Idee?
keiner traut sich, ihr wisst es bestimmt alle. Hash-Tables. Ja? Man kann, diese Hash-Funktionen sind ja deterministisch, das heißt, man kann einfach Hash-Tables berechnen, vorberechnen. Man kann dann sagen, mein mega sicheres Passwort hat in der Hash-Funktion immer genau dieses Ergebnis. Und das kann man für alle Hash-Funktionen machen und das kann man für eine ganze Latte von Passwörtern machen. Und irgendwann muss man nur noch, wenn man Hash hat, in diese Hash-Table gucken und weiß, aha, das ist also mein Klartext-Passwort. Das ist ganz, ganz schlecht. Also was macht man? Man verkompliziert es und man entfernt die Möglichkeit solcher Hash-Tables, indem man sie also saltet. Das heißt, man muss immer mindestens den Salt irgendwie mitberechnen und den Hash jedes Mal neu berechnen. Welchen Effekt hat das? Stellt euch vor, ihr macht einen mega sicheren Webserver und trotzdem kommt jemand rein und klaut euch die Daten. Also die ganze Datenbank wird geleakt. Zum Beispiel wie bei Equifax. Auch schon mal so die Schufa von Amerika, die hat da die ganzen Kreditdaten gespeichert und die hat ein riesiges Problem mit Security. Denen sind 145 Millionen Datensätze abhanden gekommen. Ganz, ganz schlecht für die meisten Amerikaner. Und mit Sicherheit waren da auch Passwörter dabei. Also stellt euch vor, ihr habt so eine ganze Liste von Hashes. Und wenn die nicht gesaltet werden, dann könnte man erstens ganz einfach sehen, welche Benutzer das gleiche Passwort verwenden. Ja? Das kann man auch schon mal sehen. Und man würde vermutlich auch sehen, dass ganz, ganz viele Benutzer immer wieder die gleichen Passwörter verwenden. Ein sicheres Passwort mit irgendwie Ausrufezeichen. Oder 1, 2, 3. So, das wollen wir nicht. Wir wollen also, dass alle Passwörter, auch wenn sie für den Benutzer gleich sind, irgendwie anders aussehen. Und das können wir durch Salts erreichen. Das heißt, jedes Mal wird ein unterschiedlicher Salt generiert. Und das Ergebnis ist, auch bei gleichem Passwort unterscheidet sich der Hash. Das heißt, man kann, und der Effekt davon, der klingt jetzt erstmal trivial, aber man kann dann nur noch ein Passwort zu einer Zeit angreifen. Ja? Vorher kann man irgendwie ein Passwort raten, man kann es hashen und kann dann alle existierenden Passwörter dagegen prüfen. Wenn man das saltet, geht das nicht mehr. Dann kann man mit der gleichen Effizienz nur noch ein einziges Passwort angreifen. Das heißt, es wird weniger attraktiv für den Angreifer, die Passwörter zu erraten in so einer Datenbank. Okay, es gibt ja noch so ein ähnliches Konzept und das nennt sich Pepper. Ich habe auch mal versucht zu erforschen, warum das Pepper heißt. Und die einzige Antwort auf die Frage war, naja, Kryptografen sind Mathematiker, kann man sagen, und Mathematiker stehen irgendwie auf Analogiewitze. Okay, deswegen heißt dieses Ding halt Pepper. Ich finde es jetzt nicht so besonders lustig, aber das war die Antwort auf die Frage. Und was so ein Salt von so einem Pepper unterscheidet ist, das ist immer gleich für alle Passwörter. Ja? Man kann also Salt und Peppers kombinieren. Ja, man kann irgendwie einen individuellen Salt wählen und man kann dann noch zusätzlich einen Pepper anhängen, um es eventuell sicherer zu machen. Dass die Sicherheit immer vergrößert, muss man im Detail betrachten. Das ist so dieser Moment, wo es dann zum Thema Security übergeht. Das überlasse ich dann gerne anderen Experten. Wenn ihr ein Passwort-Hashing verwendet, dann kann ich euch diese Hash-Funktion ans Herz legen. Und auf keinen Fall solltet ihr MD5 oder auch nicht SHA verwenden. Warum? Die Hash-Funktionen sind super und als Hash-Funktion sind sie auch völlig in Ordnung. Die sind nur leider sehr, sehr schnell. Und was kann man machen, wenn Hash-Funktionen sehr, sehr schnell sind? Man kann sehr, sehr effizient Daten überprüfen. Ja, das heißt, man kann sehr, sehr schnell hergehen und ganz, ganz viele Passwörter hashen und gucken, ob sie stimmen. Das ist jetzt für so ein Passwort-Hashing eine ganz dumme Eigenschaft. Wenn man die Integrität von so einem Linux-Image prüfen möchte, ist das eine coole Eigenschaft. So, was diese Funktionen alle gemeinsam haben, ist, sie sind konfigurierbar langsam. Das heißt, man kann noch so eine Art Post-Faktor annehmen und man kann sagen, bitte, wenn die Rechenkraft jetzt steigt über die Zeit, jetzt einfach langsamer als Algorithmus, sodass der Angriffsvektor immer ungefähr der gleiche bleibt. Was jetzt diese Funktion im Speziellen noch hat, Argon 2, ist, dass sie zum Beispiel auch besonders viel Speicher nimmt. Also das heißt, es kann auch, man nennt das Custom Hardware Attack. Also man kann zum Beispiel keinen FPGA bauen, der das besonders effizient berechnet, weil die Funktion einfach sehr, sehr viel RAM benötigt. Es lässt sich nicht gut parallelisieren. Deswegen, das nächste Mal, wenn ihr ein Anmeldesystem baut, wisst ihr Bescheid, wenn ihr Salt. Ihr könnt eventuell einen Pepper verwenden, könnt ihr euch aber wahrscheinlich auch sparen, aber ihr verwendet eine dieser Funktionen. In absteigender Reihenfolge übrigens. Argon 2 ist eine ganz, ganz neue Funktion. Hin und wieder wird auch argumentiert, dass die noch nicht verwendet werden soll, weil sie noch nicht praxiserfahren genug ist.
Andere sagen, naja, sie hat ja nicht umsonst den Kryptowettbewerb gewonnen und sie ist jetzt auch inzwischen schon 2 Jahre alt, sie kann verwendet werden. Es gibt dafür einen ganz ausführlichen Thread, den ich euch ans Herz legen kann. Den habe ich in meinem Material noch verlinkt. Wenn euch das wirklich interessiert, könnt ihr das gerne mal durchlesen. Die Password-Based Key Derivation Function 2 ist genauso. Die wird häufig auch nicht unterstützt. Deswegen der ganz, ganz sichere Default, das was in aller Regel immer funktioniert, ist Bcrypt. Und das ist auch so das Minimum an Security, was sie verwenden wird. Okay, Hashes haben wir schon diskutiert, wie funktioniert das? Ja, wir haben einen Text und darauf wird eine Funktion angewendet und dann ist der Text unumkehrbar. Man verwendet es, um die Integrität zu überprüfen, von einer Nachricht zum Beispiel. Das Problem ist nur, auf einem unsicheren Transportweg können sowohl die Nachricht als auch der Hash ausgetauscht werden. Was das zur Folge hat, ist, wir können wirklich nicht mehr sicher gehen, ob die Nachricht integer ist. Weil wir auch einfach einen gefälschten Hash untergeschoben bekommen können. Was man dagegen machen kann, das nennt sich Message Authentication Code. Und im Grunde kombiniert man nur wieder wesentliche Elemente aus der Kryptographie und man packt da noch ein geteiltes Secret rein. Ja? Also das heißt, bevor der Hash gebildet wird, macht ihr noch so eine Art Zoll dran, ist ungefähr das gleiche. Und dann könnt ihr auf einem unsicheren Transportweg nicht mehr den Hash austauschen, weil ihr ihn nicht neu berechnen könnt, weil ihr das Shared Secret nicht kennt. Und deswegen kann man auch damit auf einem unsicheren Transportweg Authentizität und Integrität sicherstellen. Ganz wichtig ist an der Stelle, das ist nicht nur eine einfache String-Konkatenation. Die Kombination der Originalnachricht und des Hash und des Shared Secret ist ein bisschen komplizierter. Also nicht selber. Und am Ende nennt man das Ganze HMAC. Gibt es noch so ähnlich, nennt sich dann CMAC. Da wird dann einfach symmetrisch verschlüsselt. Ja, und dann, wenn man den Schlüssel nicht kennt, kann man es auch wieder auf dem Transportweg nicht austauschen. Okay, soweit so ein paar Grundlagen. Was ist eigentlich so ein Schlüsselpaar? Oder was ist ein Trust Encrypt? So, mindestens die paar, die jetzt DevOps sind, die haben sich garantiert schon mal alle auf den SSH-Server verbunden und der Rest bestimmt auch. Ihr habt auch bestimmt schon mal die Frage gesehen, möchte ich dem Zertifikat vertrauen oder dem Schlüssel vertrauen? Und ihr sagt bestimmt immer fleißig ja. Oder sagt auch jemand nein? Ja, ich bin der Meinung, ihr solltet lieber nein sagen. Warum? Na, der öffentliche Schlüssel ist ja über einen unsicheren Transportweg übertragen. Das heißt, eigentlich wisst ihr gar nicht, ob der Server wirklich der Server ist, der es ist, weil ihr habt keine Grundlage dafür, dem Server zu vertrauen. Also ihr könnt dem Schlüssel zwar vertrauen, aber das ist wie wenn ich euch einen gefälschten Ausweis gebe, wo ein falsches Foto drauf ist. Dann kann ich zwar sagen, ich bin der, aber ist trotzdem nicht so richtig sicher. Okay. Wie gehe ich also sicher, dass der Host, zu dem ich mich verbinden möchte, genau der richtige ist? Wie kann ich dem vertrauen? Naja, es gibt ein Schlüsselpaar, das ist auf dem Server hinterlegt und irgendwie muss dieser Schlüssel auch auf den Client. Aber bitte nicht bei der ersten Verbindung, sondern am besten über einen USB-Stick, über einen zweiten Kanal. Per E-Mail zum Beispiel. Jetzt kommt immer die Frage nach der Praktikabilität, wie kann ich das wirklich praktikabel sicherstellen? Ja, das ist eine ganz schlechte Frage, weil ja, das kann unbequem sein. Aber ich meine, ihr könnt euer Backup auch zum falschen Server schieben. Ja, könnt ihr euch selber überlegen. An der Stelle nochmal die Warnung. Bequemlichkeit und Security sind zwei Themen, das sind immer Kompromisse. Ne? Ich kann mein Passwort auch im Browser speichern, aber da ist es wahrscheinlich nicht besonders sicher. Und genau das Gleiche, und dafür will ich euch so ein bisschen bewusst machen, ist es, wenn ihr euch zu einem SSH-Server verbindet. Deswegen, wenn ihr wirklich sicher gehen wollt, transportiert den öffentlichen Schlüssel von dem Server über den zweiten Kanal. Und dann könnt ihr euch sicher sein, dass der Trust Anchor für die Verbindung wirklich auch auf dem Client liegt. Also das heißt, der Client, von dem ihr euch verbindet, der kann entscheiden, ob die Verbindung wirklich sicher ist, ob der Server wirklich der Server ist, mit dem ihr euch verbinden wollt. Das Ganze gibt es dann auch andersrum. Man kann dann auch sicherstellen, dass der Client ein authentifizierter Client ist, mit für den Client. Wichtig, das ist nicht das, worüber ich gerade gesprochen habe. Das wäre ein anderer Prozess,
den wollte ich hier nicht so richtig vorstellen. So, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, wie kommt der Trust-Anchor für so einen SSH-Server auf den Client. Ist einfach. Ja, es gibt nicht so viele SSH-Server, auf die ihr euch typischerweise verbindet. Aber wie sieht es denn aus mit Webseiten? Ja, normalerweise verbindet ihr euch ja mit sehr viel mehr Webseiten als mit SSH-Servern. Ihr könntet, generell würde das funktionieren, auch den öffentlichen Schlüssel jedes Webservers auf eurem Rechner haben. Aber das wäre fürchterlich unpraktikabel. Ja? Und vor allem, wie kommen die denn da wirklich hin? Okay, an der Stelle, das Konzept kann einfach erweitert werden. Und die Antwort sind Zertifikate. Ja? Es gibt immer ein sogenanntes Root Certificate, was ausgestellt wird von einer sogenannten Certificate Authority. Und was hier passiert ist, das nennt man auch Selbstsignet. Also, es wird ein Schlüsselpaar genommen, es wurde einfach zufällig generiert und dieser private Schlüssel hier, der wird einfach hergenommen, um den eigenen öffentlichen Schlüssel zu signieren. Und deswegen geht dieser Schlüssel, weil er sehr, sehr wichtig ist, der geht auch in Safe. Normalerweise sind diese Root-Zertifikate sehr, sehr lange gültig und entscheidend an dieser ganzen Geschichte ist, wenn dieser Schlüssel kompromittiert ist, ist die ganze Kette kompromittiert. Kette, die gleich kommt. Also was macht man? Die sind lange gültig, der Schlüssel kommt ins Safe und wird dort gut beschützt. Und dieses Root-Zertifikat kommt dann am Ende auf euren PC. Ja. Wie kommt das auf euren PC? Nicht mit USB-Stick, sondern zum Beispiel durch euer Betriebssystem. Ja. Linux und Windows haben ganz viele Root-Zertifikate vor uns. Mac natürlich auch, ja klar. Jetzt habe ich mich geoutet als jemand, der kein Mac benutzt. Aber auch eure Browser bringen ganz viele Root-Zertifikate mit. Und die werden dann am Ende genutzt, um die Verbindung abzusichern. Wie? Na, es wird noch ein zweites Schlüsselpaar generiert. Und das wird jetzt, und jetzt wird hier wieder dieser symmetrisch, dieser private Schlüssel verwendet, um diesen öffentlichen, um diesen öffentlichen Schlüssel zu signieren. Und dann nennen wir das Ganze Intermediate Certificate. Dieses Intermediate Certificate ist schon nicht mehr ganz so lange gültig. Beispiel nur noch ein Zehntel der Zeit, 2 Jahre zum Beispiel. Und dann machen wir das Ganze nochmal, wir nehmen also nochmal diesen privaten Schlüssel und signieren damit diesen öffentlichen Schlüssel. Das Ganze kann man beliebig oft treiben oder man hört irgendwann auf und dann haben wir das sogenannte Server Certificate. So, und das wird jetzt verwendet, um mit meinem Webserver zu hinterlegen. Und was dann passiert beim Verbindungsaufbau? Dann wird nur noch die Kette übertragen. Also dieses Server-Certificate und dieses Server-Certificate und manchmal wird auch noch das Root-Certificate übertragen. Ganz wichtig, wenn der Webserver aber das Root-Certificate überträgt, das müsst ihr ignorieren, weil das ist ja euer Trust-Anchor. Das müsst ihr von hier nehmen. Also dann könnt ihr sicherstellen, dass der Server auch der Server ist, zu dem ihr euch verbinden wollt. Eure Bank zum Beispiel. Webserver, wenn man sie prüft, machen das manchmal. Ja, die liefern manchmal die ganze Kette aus und manchmal kriegt man dann Security Warnings, dass man die ganze Kette ausliefert. Also das Root-Zertifikat muss man gar nicht mit ausliefern. Das ist diese sogenannte Chain of Trust. Und damit habt ihr dann auf jeden Fall wieder sichergestellt, dass der sogenannte Trust-Anchor bei euch auf dem Client liegt. Alternativ könnte man noch argumentieren, dass ihr natürlich auch eurem Browserhersteller vertraut, eurem Betriebssystem vertraut oder halt auch der Zertifizierungsstelle, die es ausstellt. Okay, wie sieht sowas ganz konkret aus? Ich habe mal Google aufgerufen und da seht ihr hier so ein Beispiel, dieses Zertifikat, Wildcard-Zertifikat für Sternchen.google.com ist selber signiert von einem Intermediate Certificate, hier die Internet Authority. Das Ding ist 2 Jahre gültig. Und dieses hier oben, habe ich mal nachgeguckt, dieses GeoTrust Global, das ist 2002 ausgestellt worden und läuft 2022 aus. Ist also bei. Und das hat seinen Zenit schon hinter sich. Zusammengefasst kann man also sagen, dieses ganze TLS funktioniert im Grunde fast so ähnlich wie SSH, was die Authentifizierung eines Servers angeht. Der einzige Unterschied ist, dass das Schlüsselpaar zusätzlich noch signiert ist. Ja, das war es auch schon. Ne? Eigentlich gar nicht so kompliziert. Ja, Buchstabensalat. Wer hat sowas schon mal gesehen? Wer hat sowas schon mal benutzt? Auch das eine oder andere.
Da stecken kryptografische Primitiven drin. Und worüber ich jetzt sprechen will, ist, dem kann man sich systematisch nähern, was eigentlich so eine Cypher führt und was steckt da eigentlich drin. Wieder ein Beispiel von TLS. Wir alle wissen, TLS ist verschlüsselt. Deswegen benutzen wir es. Ja. Wir wollen verschlüsselte Verbindungen haben. Aber wie genau ist das eigentlich verschlüsselt? Naja, hängt, it depends, würde ein Berater sagen. Ne? Kann unterschiedlich konfiguriert werden. Wichtig ist, in diesem ganz konkreten Fall, diese ganz konkrete Cypher-Suite, die ich rausgesucht habe, da ist es AES. Das ist der Operationsmodus, GCM. Implementierungsdetail will ich hier nicht drauf eingehen. Und die Integrität wird mit SHA-384 sichergestellt. Also das heißt, im Grunde kann man sagen, da stecken ein bis zwei kryptografische Primitiven drin, die für die Verschlüsselung verwendet werden. Je nachdem, ob man die Integritätsprüfung extra zählt oder nicht. Denn das Spannende in diesem Fall ist zum Beispiel, GCM kann das von allein. Ja, eigentlich ist es hier redundant. Wir wissen jetzt also, es ist symmetrisch verschlüsselt, es ist schnell, das ermöglicht uns die Sicherheit im Web, die wir haben. Aber wo kommt eigentlich der Schlüssel her? Ja, wir können den ja nicht irgendwie vorab austauschen. Also jedenfalls nicht statisch. Und das ist der vordere Teil in dieser Cypher-Suite. Da kommt nämlich Diffie-Hellman ins Spiel. Und Diffie-Hellman, auf, in dem Fall auf elliptischen Kurven, wird verwendet, um sein sogenanntes Pre-Master Secret zu generieren. Also das heißt, der Schlüssel, der dann irgendwann verwendet wird, um die symmetrische Schlüsselung zu betreiben. Das ist auch ein kryptografischer Primitiv. Und die letzte, hier in der Mitte, man sieht das auf den Folien gar nicht so richtig deutlich, beantwortet die Frage, wie kann ich eigentlich sicher gehen, dass ich mich wirklich mit dem richtigen Host verbinde? Ja, und in dem Fall ist es auch ein Signaturverfahren, auch auf Basis von elliptischen Kurven, und bedient also die primitive Signatur. Und das ist schon das ganze Geheimnis. Diese Cypher-Suites werden im TLS-Handshake dynamisch ausgehandelt. Da ist dann immer die Frage, wie ist der Webserver konfiguriert, was unterstützt er, was kann der Client. Und irgendwann, ganz am Anfang vom TLS-Handshake, wird dann so ein Buchstabensalat ausgehandelt und dann wissen sowohl der Server als auch der Client, wie der Rest der Verschlüsselung zu laufen hat. Auch hier die spannende Botschaft, ja, Cypher-Suites sind Kryptosysteme. Es wird beschrieben, welche kryptografischen Primitiven daran beteiligt sind. Und im Wesentlichen sind das typischerweise Konstanten, wo ganz konkrete Details hinterlegt sind im Protokoll. Also da stecken in dieser Cypher-Suite, in diesen paar Buchstaben, stecken natürlich nicht alle Fragen drin für die Verschlüsselung. Aber weil es eine Konstante ist, weiß man dann in der Implementierung, wie es genau funktionieren muss. Ganz wichtig, die Cypher-Suites, die ihr so verwendet oder die so zum Tragen kommen, die hängt vom Protokoll ab. Ja, jedes Protokoll verwendet oder kann unterschiedliche kryptografische Primitiven verwenden und bilden demnach auch andere Kryptosysteme. Den Buchstabensalat, also den ich euch gezeigt habe, der ist aus dem Protokoll TLS 1.2 und selbst TLS 1.3 verwendet schon wieder ganz, ganz andere Komponenten. Ja, da wird zum Beispiel auf eine Integritätsprüfung über ein HMAC verzichtet. Ja, weil immer nur sicher, also weil die Grundvoraussetzung ist, dass die symmetrische Verschlüsselung bereits Integritätsprüfung mitbringt. Ja, dann kann man darauf verzichten. Okay, aber auch hier, wenn das euch wirklich interessiert, kommt im Anschluss noch zu mir, können wir gerne noch ein bisschen weiter drüber reden. Für so einen Überblick soll es das gewesen sein. Ich bin jetzt auch schon am Ende. Ich will noch so ein paar Sachen erwähnen. Ach, die Folie ist ausgebrochen. Das ist unmöglich. Gut, dann muss ich das frei machen. Ja, verschiedene Varianten von dem Vortrag schon gehalten. Crypto is hard to get right, hatte ich ja schon gesagt. Und wie ihr diese ganzen kryptografischen Primitiven oder diese Verfahren verwendet, hängt immer so ein bisschen davon ab, welche Security erreicht werden soll. Ja, Beispiel Passwort-Hashing. Ja. Ich brauche ein Salt, aber ich kann auch noch ein Pepper zusätzlich verwenden. Das hängt immer so ein bisschen vom Angriffsvektor ab. Muss ich mein Datenbackup verschlüsseln? Na, weiß ich nicht. Vertraue ich dem Admin, vertraue ich ihm nicht? Habe ich einen Transportweg, dem ich vertraue oder nicht? Also da hängt deutlich mehr hinter. Bei VW für mobile Online-Dienste zum Beispiel haben wir auch Verschlüsselungen gemacht. Ja, das heißt, wir haben aus dem Auto in den Backend gefunkt und wir wollten sicher gehen, dass die Verbindung verschlüsselt ist. Aber wir haben jetzt ja gelernt, wie das funktioniert. Eigentlich ganz einfach.
aber das Auto steht ja jetzt hier an der Straße. Und wie stelle ich sicher, dass das Schlüsselmaterial zum Beispiel nicht kompromittiert wird? Ja, also wie kann ich sicherstellen, dass ich nicht ans Auto gehen kann, die Signatur oder die Zertifikate austausche und dann mit einem x-beliebigen Backend funke, ja, dass ich mich dazwischen hacken kann? Auch darauf gibt es Antworten. Antwort hier heißt zum Beispiel HSM, Hardware Security Module. Das heißt, ich kann in der Hardware bestimmte Schlüsselmaterialien sicher speichern. Ich kann auch mir bestimmte kryptografische Elemente ausdenken, die das Ganze absichern. Aber immer gegen einen ganz speziellen Angriffsvektor. Und ich habe euch heute so ein bisschen Grundlagen gegeben über Kryptografie, damit ihr in der täglichen Arbeit die Chance habt, das zu verstehen. Aber bitte, bitte nochmal meine eindringliche Botschaft, macht es niemals selbst. Außer ihr seid Security-Experten, aber dann würdet ihr vermutlich hier nicht sitzen. Ich habe noch so ein paar praktische Empfehlungen für euch. In der täglichen Arbeit als Java-Entwickler speziell, wenn ihr selber mal wirklich mit Kryptografie arbeiten müsst, also weil das wirklich der Anwendungsfall eurer Anwendung ist, dann könnt ihr das machen mit Bouncy Castle. Das ist eine etablierte Krypto-Bibliothek, funktioniert in Java total gut, gibt es auch für .NET, glaube ich. Wir haben auch über Passwörter gesprochen und wie man sie sicher hasht. Nichtsdestoweniger solltet ihr sicher gehen, dass eure Benutzer auch möglichst sichere Passwörter verwenden. Ja, man kann sich darüber immer streiten, ob man jetzt wirklich sagt, mach es 30 Zeichen lang und die Benutzer dann 30 mal 1 eingeben und irgendwie nur am Ende ein bisschen Varianz haben. Ist ein ganz viel diskutiertes Thema, aber manchmal geben die Anforderungen ja her, dass ihr bestimmte Policies abbilden müsst. Und das könnt ihr mit VT Password machen. Neuerdings heißt es Passive, früher hieß es VT Password. Und da könnt ihr über so eine Strategy-Implementierung sagen, mein Passwort muss, was weiß ich, mindestens aus 3 verschiedenen Zeichenklassen bestehen. Es muss mindestens so viele Zeichen haben. Und damit lässt sich das ganz elegant programmieren. Also sichere Passwörter sind auch bei gutem Hashing immer eine sichere Sache. Ich hatte vorhin angesprochen, dass es noch viel mehr Details zu wissen gibt über Passwort-Hashing. Das ist der Thread, den ich erwähnt habe, auf security.stackexchange. Ja, wen das wirklich im Detail interessiert, der kann sich da durchlesen, der findet da ganz, ganz viele spannende Informationen. Und wenn ihr mal Passwörter speichern müsst, dann kann ich euch das System von OWASP empfehlen. Ja? Die machen ganz viel so für Security und die haben auch ein Cheat Sheet. Also wie speichert man Passwörter? Ja, unbedingt durchlesen. Gleiches gilt, ja, häufig vergessen Benutzer auch ihre hochsicheren Passwörter. Ne? Wie setzt man so ein Passwort sicher zurück? Kann man auch ganz viel falsch mitmachen. Deswegen haben sie dafür auch ein Cheat Sheet gebaut. Forget Password Cheat Sheet. Also unbedingt angucken, wenn ihr sowas baut. Da stehen ganz, ganz viele lohnenswerte Sachen drin. Und wenn ihr als DevOpser Serversysteme betreibt, dann lasst sie überprüfen. Zum Beispiel mit dem Qualys SSL-Test. Ne? Das kann man automatisieren, kann man in Nagios zum Beispiel einbauen. Und ihr habt immer Instant Feedback über die Sicherheit der Konfiguration eurer Webserver. Und dann, wenn zum Beispiel neue Sicherheitslücken aufkommen, dann werden bestimmte Konfigurationen automatisch abgestuft und ihr kriegt dann zum Beispiel euren Alert. Das geht aber nur, wenn ihr schon fertig konfigurierte Webserver habt. Wenn ihr from scratch anfangt, dann kann ich euch den Generator von Mozilla empfehlen. Der generiert euch nämlich sichere Konfigurationen für Nginx oder für Apache. Und der hat auch so ein bisschen Varianz. Das heißt, ihr könnt sagen, wie alt sind eigentlich die Clients, die unterstützt werden müssen. Ja? Manchmal hat man ja Pech und man muss irgendwie Internet Explorer 6 oder nur altes Android unterstützen. Dann kann man es auch fast unverschlüsselt machen. Sollte man eigentlich nicht, deswegen wollen ja die modernen Webseiten auch diese ganzen alten Clients loswerden. In dem Konfigurator könnt ihr jedenfalls auswählen, ob ihr nur moderne Clients unterstützen wollt, so mittelalte oder ganz alte, und er generiert euch die Konfiguration, die ihr dann eintragen könnt. Absolut empfehlenswert, vor allen Dingen, wenn ihr selber euch nicht reinfräsen wollt in das, was das eigentlich wirklich bedeutet. Wenn ihr ein bisschen mehr über Security lernen wollt, dann guckt mal in den Blog von Bruce Schneier, das ist ein erfahrener Kryptographer. Und er hat da wirklich ganz, ganz viel Erfahrung. Der ist auch kontrovers diskutiert, gerade in letzter Zeit, wie das wahrscheinlich immer so ist mit Koryphäen. Aber wenn ihr mehr wissen wollt, dann guckt mal da rein. Der hat auch ein paar Bücher geschrieben. Da findet ihr mindestens den Ansatzpunkt, um mehr über das Thema zu erfahren. Und dann kommt ja immer auch so ein bisschen die Frage auf,
Warum sind Schlüssel für elliptische Kurven so viel kürzer als die für zum Beispiel RSA? Ja, moderne Kryptographie funktioniert ein bisschen anders, wenn ihr das mal gegeneinander gewichtet sehen wollt. Also wie kann man das Security-Niveau zum Beispiel von elliptischen Kurven oder RSA vergleichen? Dann guckt mal auf die Seite. Da gibt es auch Empfehlungen nach BSI zum Beispiel, Empfehlungen nach NIST. Und im Grunde, wenn ihr mal in die Verlegenheit kommt, zu entscheiden, was langfristig zum Beispiel sicher ist, könnt ihr da anfangen und dann kriegt ihr ungefähr ein Gefühl dafür, was ihr verwenden könnt oder nicht. Okidoki, das war's. Ich habe jetzt wirklich versucht, das Ganze mal so ein bisschen oberflächlich darzustellen. Deswegen sind ganz, ganz viele Detailfragen offen geblieben. Das war bewusst so gewählt. Wer das im Detail noch ein bisschen mehr wissen möchte, der kommt gerne zu mir. Wir kriegen ja noch Pizza. Und es gibt ja auch noch ein Bier. Da können wir gerne noch ein bisschen drüber reden. Aber wirklich mein Ansinnen war, da mal so einen breiten Überblick drüber zu bekommen. Ich habe auch einen Artikel dazu geschrieben, der ist in der Java aktuell veröffentlicht. Ich glaube in der letzten Version oder in der letzten Ausgabe von letztem Jahr. Und das Ganze gibt es auch bei mir auf dem Firmenblog zu finden. Ja, für Fragen bin ich natürlich dankbar. Die können wir jetzt machen, die können wir bei einem Bier machen, wie ihr das haben wollt. Und ansonsten bin ich natürlich auch immer über Feedback dankbar. Ist das sicher, als Benutzername über die E-Mail zu nehmen? Oder könnte es sein, dass die E-Mail auch kompromittiert wird? Die Frage war, ob es immer sicher ist, die E-Mail als Benutzernamen zu wählen. Ich würde sagen, auf die Security hat das relativ wenig Einfluss. Das ist meine Einschätzung als Nicht-Security-Experte. Die Frage, ich glaube, das ist immer mehr so eine User-Experience-Frage. Wenn du die E-Mail verwendest, kannst du halt sicher gehen, dass du denjenigen kontaktieren kannst, irgendwie erstmal. Aber ich persönlich bin gar nicht so ein Fan davon, weil ein Username kann ja grundsätzlich erstmal alles sein. Und vielleicht möchte ich auch gar nicht unbedingt meine E-Mail abgeben, als Kunde. Weiß ich nicht. Meine Einschätzung zusammenfassend ist, kein Einfluss auf Security, höchstens auf Privacy. Weitere Fragen? Oder seid ihr alle lustig und kundig? Na gut, sieht so aus, als ob wir jetzt hier erstmal durch sind. Dann danke ich euch vielmals für die Aufmerksamkeit.